Da bin ich jetzt mal gespannt. Mit dem Motorrad im Schnee rum. Ja, Mahlzeit. Gegen Shelbys, ne? Ja, was denn sonst? Alles klar. Herzlich willkommen zurück zu The Crew 2. Heute im Fotomodus mit einer Fotoaufgabe, nämlich fange die Pracht eines Kondors ein, eines kalifornischen Kondors. Aber man muss auch sagen, sieht das nicht hammermäßig aus hier gerade das Bild? Das ist ein Bild für die Götter und das schießen wir jetzt aber auch mal schnell, ne? Weil wir brauchen ja auch ein paar Bilderchen hier aus The Crew 2. Deswegen dieser Fotomodus, den finde ich ganz cool. Da kann man echt schöne Bilder machen und sich die dann alle genau anschauen im Nachhinein nochmal. Deswegen, ich mag das und ich finde auch der Mercedes, sieht sehr gut aus. Und wir haben jetzt, wie man sehen kann, die Aufgabe kalifornischer Kondor. Das sind, glaube ich, diese schicken Vögelchen, die immer so kreischen, so laut. Ist die Frage, kommen wir da überhaupt hin? Bin mir da nicht so sicher. Also von hier aus kommen wir schlecht hin. Nee. Wir brauchen aber hier die genau quasi in der Reichweite. Sonst kriegen wir da die Punkte nicht. Denn wir sind kurz vor dem Rang Star. Also es gibt ja diese verschiedenen Ränge, wir sind im Moment noch berühmt und nicht mehr lang, dann sind wir ein Star. Und dann gibt es auch wieder neue Kategorien, neue Sachen, neue Aufgaben. So, jetzt habe ich einen mir manuell erkämpft, einen guten kalifornischen Kondor. Das müsste doch der da oben sein, ja. Gut, jetzt haben wir einen erkannt und jetzt können wir da das Bild machen. Mit dem guten. So, und da kriegen wir unsere Punkte und jetzt müsste es soweit sein. Wir müssen jetzt endlich den Rang Star haben. Ja, haben wir. Oder? Ja, Star. Sehr schön. Das heißt, neuer Rang, neue Herausforderungen. Das nächste Event der Live Extreme Series. Ein neues Live Extreme Rennen. Gewinn nochmal und du schwimmst den Followern. Ja, da bin ich mal gespannt. Wie fühlt man sich denn so als Star? Jetzt kriegen wir ein bisschen Bugs. Das ist sehr gut und ich würde sagen, wir gehen direkt in das Live Extreme Rennen. Weil da gibt es doch eigentlich immer ganz coole Aufgaben. Und dann gibt es auch ganz neue Kategorien, die wir uns alle auch anschauen müssen. Ja, okay, ich verstehe. Es gibt viel Neues. Wir sehen schon. Okay. Einiges. Und die Episode 4 der Live Extreme Series ist auch da am Start. Da wird es dann aber noch mit den alten Kategorien zur Sache gehen. Street Race, Powerboat und Rally Cross. Ich wäre ja dafür, wir schauen mal in die Street Racing Kategorie rein, in das Street Racing HQ und schauen, was uns da Neues erwartet. Hypercar vielleicht? Hätte ich schon Lust drauf. Oh ja, Hypercar. Das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingskategorien. Das ist, glaube ich, wirklich eine meiner Lieblingskategorien. Ich glaube aber, dass es mit dem Geld ein bisschen mangeln wird. Ich glaube es zumindest. Wir schauen einfach mal. Ja, 1,3 Millionen, 900.000, also hier ist eigentlich mein Lieblingsauto, Koenigsegg Agera R, den würde ich auch gerne fahren, leider zu teuer, ja, teuer, wir schauen mal, was das billigste überhaupt hier ist, ach, das billigste ist ein Maserati MC12, der ist in echt aber extrem teuer, oh, hier einen CX75 gibt's auch, von Jaguar, einen Sonder F, aber wir haben im Moment nicht mal das Geld für den quasi günstigsten. Gut, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, da sparen wir jetzt drauf, auf meinen Koenigsegg. Und was wir hier schon haben, Drag Race und das Ganze, das kennen wir ja schon quasi. Drift Drag Race ist uns ja bekannt. Dann schauen wir einfach mal zu den anderen Kategorien, was es da noch alles so gibt. Weil ich bin schon gespannt, bei einem müssten wir doch jetzt langsam, besonders bei der Pro Racing, müssten wir jetzt, genau, auf diese Pro Racing Disziplin, glaube ich, kommen. Wo es dann mit richtigen, starken Fahrzeugen zur Sache geht. Alpha GP, okay, ja genau, das meinte ich ja. Boah. Oh yeah. Formel 1 wird aber auch nicht ganz günstig sein. Ich schau mal nach. Was kostet das? Da wären wir fast dabei. 900 PS. Der hat nur 800. Wow. Aber sieht der heftig aus. Über 300. Hä? Das ist ja komisch. Der RB13 hier ist deutlich schneller als 340.
und 900 PS. Und der schafft maximal 340. Ha. Und 800 PS. Na gut. Aber der, noch 1000 Bucks. Das wäre geil. Ich glaube, den holen wir uns. Da habe ich Bock drauf. So, mal schauen, was es sonst noch so gibt. Bei der anderen Disziplin, bei Offroad gibt es nichts Neues, okay? Aber es gibt ja noch eine, nämlich Freestyle. Ach, da haben wir auch schon alles, okay. Also da gibt es jetzt nichts Neues mehr. Gut zu wissen. Gibt es wahrscheinlich halt hier auch genau Hafen LA, jetzt neue Drift-Disziplinen und so weiter. Also es gibt jetzt auch nochmal neue Disziplinen von, also nicht Disziplinen, sondern es gibt neue Herausforderungen von den entsprechenden alten Disziplinen auch. Boah, Hypercar. Oh, 30.000 Follower. Und 225.000 Bucks. Aber das Hypercar-Event schauen wir uns mal anders etwas genauer an. Jetzt werden wir die Live Extreme Series Episode 4 mal machen. Mit den verschiedenen Disziplinen, die wir ja bereits kennen. Aber ich bin schon sehr gespannt auf unsere Hypercar-Events und besonders auf so lange Events. Oh. Street Race mit unserer Harley, hä? Jawohl. Nicht schlecht. Wieso nicht? Jetzt wird die Sache steinig für unsere Fahrer, die sich für Etappe 4 in den amerikanischen Südwesten aufmachen. Wird der Neuling seine Führung behalten können oder werden doch wieder die etablierten Stars glänzen? Macht euch bereit, es herauszufinden. Da bin ich jetzt mal gespannt. Mit dem Motorrad im Schnee rum. Ja, Mahlzeit. Gegen Shelbys, ne? Ja, was denn sonst? Alles klar. Durch den verschneiten Grand Canyon. Ja, genau. Das mag unsere ausländischen Zuschauer überraschen, ist aber gar nicht so ungewöhnlich. Ist ja der geil. Grand Canyon hat ein besonderes Mikroklima und das wird die Boah. Reflexe unserer Fahrer Sag mal. eine harte Probe stellen. Ja, wir sind ja auch leicht gekleidet. Äußerst leicht gekleidet für das Wetter. Da würde man keine 5 Sekunden auf dem Motorrad überleben. Abgesehen mal von den Wetterverhältnissen. Wieso nimmt er überhaupt die Harley dafür? Ne, das ist ein Indien, ne? Stimmt. Ist gar keine Harley. Ups. Die ich hier hab. Ey, sag mal, was soll denn das? Warum fahre ich hier überhaupt mit einer Indien ein knappes Rennen durch bisher. Lustige Schneegelände? Sag mal, da bin ich lieber mit meinem AMG unterwegs. Der ist auch in Street Race. Eieiei, du. Aber die Indien lässt sich besser fahren als die Harley, die wir im letzten Video hatten. Also, deutlich besser. Boah, sag mal, aber trotzdem, das ist fein nett schön. Das ist fein nett schön mit der durch die Kurven zu fahren mit dem Lenkrad. So, wir versuchen mal ein bisschen cleaner zu fahren. Ja, so gut es halt geht. Die Schaltdauer ist halt der Wahnsinn. Da macht man sich einen Kaffee, bis der geschalten hat. Sag mal, wir müssen die wieder einholen. Zeigen wir Ihnen, dass Motorräder auch hier im Schnee rumkommen durch die Kurven. Okay, also realistisch ist anders, aber niemand hat behauptet, dass die Crew realistisch ist. Das ist halt ein Spiel, das soll Spaß machen, ne? Boah! Eieiei! Mensch! Na komm! Da überholen wir jetzt mal. Wir Boah, sag mal. Jetzt vom Asphalt ins Gelände. Ich merke schon. Sehen, was das für Auswirkungen hat. Oder sind unsere Fahrer so fit, dass sie den Unterschied nicht mal merken? Ja. So in etwa, ja. Also Respekt an meinen Kollegen hier. Ich glaube, jetzt wechseln wir, oder? Zu den Booten, oder? Ja. Heute könnten Legenden entstehen. Und Vollgas. So, wegen der Schnellfahrtaste muss ich dann immer zur Tastatur wechseln. Das ist immer eine kleine Umstellung vom Lenkrad zur Tastatur. So, wir fahren hier rechts rum, da brauchen wir nicht viel Kurve fahren. Na komm. Aber das Boot geht echt gut. Also die Kategorie ist schon deutlich spannender
als die, die wir davor hatten. Einfach umwerfend. Ja, schön ist es sowieso. Ich frage mich, wie sich die Fahrer bei dem Anblick aufs Rennen konzentrieren wollen. Der Kommentator, sau lustig. So, hier rechts rum, oder? Ja. Knapp dran vorbei. Und jetzt hier eine Rechtskurve. Können wir da links vorbei? Ich hoffe doch. Ja, passt. Bisschen eng, aber geht. Ja, je weiter wir im Spiel voranschreiten, also je später es wird, je mehr Kategorien wir haben, desto eher sagt mir, wow, doink, ja, fährt noch das Boot. Oh, komm. Desto eher sagt mir das Ganze auch zu, muss ich sagen. Weil mir gefallen die späteren Kategorien viel mehr als die Anfangskategorien. Das ist ein außergewöhnliches Rennen, Leute. Wie zum Beispiel jetzt beste Pro Boat oder stolz, euch das vierte Rennen Air Race oder Live Hypercar. Aufnehmen, teilen. So, aber da, wie gesagt, zu Hypercar wird es ein eigenes Video geben. Vielleicht dann schon mit dem Königsegg. Oh, mein Lieblingsauto. Ich liebe es. Ich liebe den Königsegg Agera R. Aber wie gesagt, mal schauen, vielleicht kriegen wir das im eigenen Video dafür hin. So. Wieder geht's hoch, oder wie? Ah, wechseln wir zu den Flugzeugen? Ich glaube ja. Ah nein! Zur Rally! Und wieder zum Lenkrad, perfekt, nahtloser Übergang. Boah. Alter Schwede, ist das eine Umstellung? Direkt zu unserem Lotus gewechselt. Oh, mein Lieblingsauto bei Rallycross. Wenn wir schon beim Thema sind. Boah. Eieiei. Boah. Das ist jetzt echt eine Umstellung. Vom verschneiten Gelände. Oder aufs verschneite Gelände vom Boot und davor noch normale Street Race gefahren. Heftig. Heftig. Boah, dieser Sound, ne? Wahnsinn. Und jetzt kommt der wirklich schwierige Teil des Rennens. Es gibt enge Kurven, schmale Passagen und einen langen Abstieg. Ich sehe es nur auf der Karte. Und da ist der schneeglatte Untergrund noch gar nicht einberechnet. Das schreit geradezu nach einer vorsichtigen Fahrtechnik. Vorsichtig? Oh ja, genau. Würde ich auch sagen, ne? Ganz vorsichtig. Sind wir unterwegs. Quasi mit 5 km/h. Diese Brücke zeigt, dass wir uns der Ziellinie nähern. Ich merke schon. Wenn ihr angreifen wollt, dann jetzt oder nie. Wir hatten da die Planke hingemacht bei der Brücke, hä? Was soll denn das? Wir müssen hier mal durch. %92 haben wir schon. Boah, Vorsicht! Gut, dass mir hier keine Tiere töten kann. Da sind wir ja Weltmeister, schon in GTA 5 gewesen. Aber auch in der Crew anscheinend. Komm, jetzt alles geben. Für die letzten 2-3%. Konzentration. Und geradeaus drüber. Ja, sehr schön. Das sieht aus wie der erste Danke Platz. An alle, die hier am Grand Canyon verfolgt haben, wie die der schicke die Lotus Fahrer auf die Probe stellt. Folgt uns weiter in den sozialen Medien und passt auf. Rennen Nummer 5 wird der Hammer. Ich freue mich schon drauf und ich würde sagen, folgen wir mal seinen Aufruf, folgt mir in den sozialen Medien und dann schauen wir mal, wie es im nächsten Video weitergeht. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.